Hier trägt man Pelzmütze und ist mit dem Schneemobil unterwegs. Oder mit dem Zug. Es gibt Polarlichter, komische Schneeanzüge und den passenden Schnee dazu. Das ist Elena. Sie hat sich vorgenommen, Schweden mit dem Interrail-Ticket zu entdecken. Zweitklasse, nicht erste Klasse. Dabei trifft sie auf eine Menge interessanter Menschen, die in den nördlichsten Regionen Europas leben und ihre teils schrulligen Eigenschaften beibehalten haben. Sie zeigen uns die persönliche Seite Nordeuropas und geben uns Einblick hinter die Postkarteneindrücke und gängigen Skandinavien-Klischees. Dabei dürfen Rentiere genauso wenig fehlen wie jede Menge Eis. Oder beschwingte Tanzabende für jedermann. Und das alles macht sie nur mit Hilfe der öffentlichen Verkehrsmittel und mit ihrem Interrail-Ticket. Kommt mit! Ich überquere jetzt gleich die Grenze von Norwegen nach Schweden. Und das ist mein Zug. Statt mit einem Billigflieger mal eben nach Schweden zu jetten, bereist Elena ganz Skandinavien mit dem Interrail-Ticket und lernt so Land und Leute kennen. Falls sie jemanden trifft. Scheint kein anderer nach Schweden zu wollen. Langweilig. Leere Züge sieht man bei uns ja auch eher selten. Ihre Reise hat in der letzten Folge in Berlin angefangen. Sie ist durch ganz Norwegen bis auf die Lofoten gereist und hat dort miterlebt, wie der Tagesablauf eines Fischers aussieht. Schweden! Der Arctic Circle Train bringt sie in die nördlichste Stadt Schwedens, Kiruna. Die Minenstadt liegt 200 Kilometer nördlich des Polarkreises und hat um die 18.000 Einwohner. Hier oben ist es so kalt, dass teilweise die Straßen beheizt sind. Hauptfortbewegungsmittel sind Schlitten oder Schneemobile. Wen es so weit in den Norden Europas verschlagen hat, sollte die indigene Volksgruppe der Samen in Jukkaskärvi besuchen. Die Samen sind bekannt für ihre hübschen Pelzmützen und die prachtvollen Rentiere. Ob die Samen immer noch wie in Urzeiten im Tipi leben? Du bist aber schön. Ich habe Angst, wenn die sich umdrehen, hauen sie mir voll mit ihrem Gehirn. Bam! Einmal über das Gesicht. Was ist das? Das ist Lichen. Lichen? Eine Art Moos. Rentiere fressen das. Lebst du hier? Ja, zurzeit schon. Wo? In der Stadt. Wir leben nicht hier draußen. Gibt es denn noch Samen, die hier draußen leben? Eigentlich nicht. Sogar wir wohnen jetzt in Häusern, wie alle anderen. Tja, das ist schade. Zumindest die Rentiere scheinen noch genauso viel urtümlichen Spaß im Schnee zu haben wie eh und je. Vielleicht kann Elena auf ihnen reiten? Oh, das ist eher ein Esel als ein Pferd. Andere Richtung, habe ich gesagt. Ja. Er macht nicht, was ich will. Ja. Okay. Es macht, was es will mit mir. Ja. Rechte Hand. Denk dran, dich in die Kurven zu legen. Nach links. Hey, du sagst aber nur 200 Meter. Ich hab nur 20 Meter geschafft. Welch eine Vollkatastrophe. Wie heißt das Rentier? Sein Name ist Pakti, das bedeutet der Fels. Yeah, I felt that. Ja, genau so hat sich angefühlt. It was exactly how it felt, like behind a rock. Rentiere können richtig schnell werden. In Finnland werden sie wie Rennpferde eingesetzt.
Das ist doch mal eine nette Abwechslung zum gemütlichen Zugfahren. Okay, ich habe meine Mütze verloren. Im Frühling, Ende März oder im April, wurde das Fleisch gepökelt und aufgehangen. Im Sommer hatte man dann luftgetrocknetes Fleisch. Die Samen erweisen sich als sehr gastfreundlich und laden Elena zu einem traditionellen Mahl ein. Für die Samen waren Beeren, zum Beispiel die Krähenbeere, damals sehr wichtig. Sie waren eine wichtige Vitaminquelle. Bei den Rentierzüchtern hier kommt 5-mal die Woche Rentierfleisch auf den Tisch. Und Elena scheint es auch zu schmecken. Ihre Reise geht weiter. Elena macht sich auf den Weg zu einem spektakulären Übernachtungsort. Doch zunächst macht sie auf dem Bahnsteig eine einsame Reisebekanntschaft. Ist alles okay? Mir geht's gut. Im Zug war ich ein bisschen einsam, aber dann habe ich 2 Leute getroffen. Leider konnten sie mir nicht sagen, wo das Fremdenverkehrszentrum ist. Pech gehabt. Wo kommst du her? Aus China. Und du reist im Winter durch Skandinavien? Ja, wegen der Polarlichter. Ah, okay. Glaubst du, wir haben heute Glück? Na, hoffentlich. Denn gestern hatte ich kein Glück. Aber vor einer Woche habe ich sie in Island beobachtet. Oh, echt? Ich will sie so oft wie möglich sehen. Entschuldigung, mein Englisch ist nicht so gut. Mein Chinesisch ist auch grottig. Ich kann nur... Wow, bist du Lehrerin? Das ist alles, was ich kann. Schneebedeckte Baumwipfel im Sonnenuntergang. Die perfekte Stimmung für Elenas Nachtlager. Sie schaut sich das weltberühmte Eishotel an. Also ich sehe schon diesen türkisfarbenen Schimmer und die Farbe haut mich schon ganz oben. Halt sieht's schon mal aus. Ist gar nicht kalt. Also wirklich nicht. Wow. Das Hotel hat nur in der Wintersaison von Oktober bis April geöffnet. Neben luxuriös ausgestatteten Eiskammern mit zahlreichen Skulpturen sind auch beheizte Hotelzimmer ab nicht ganz günstigen 200 Euro pro Übernachtung zu haben. Da das Eishotel auf der ganzen Welt sehr beliebt ist, sollte jeder Besucher im Voraus reservieren. Ich bin die Schneekönigin! Allen Gästen werden die gleichen Schneeanzüge zur Verfügung gestellt. So skurril hier. Man kommt sich vor, als wäre man auf dem Mond. Das ist ein bisschen alles so Nahtodserfahrung. Ganz so ernst ist es wohl doch nicht. Leider wird heute nichts aus den Polarlichtern, da der Himmel bewölkt ist. Aber für spaßigen Ersatz ist gesorgt. Prost! Prost, das klingt schwedisch. Ja. Salute. In diesem Jahr sind die Zimmer ziemlich futuristisch ausgefallen. Zimmertemperatur ist immer konstant 4 Grad unter Null. Aber man wird mit genügend Rentierfellen versorgt. Hier kann man doch nicht schlafen. Und wofür brauche ich das? Es gibt ja gar keine Eingangstür. Was ein verrückter Ort. Echt. Es kommt mir die ganze Zeit so vor, als wäre ich in so einem Kühlschrank eines Riesen. Und in jedem Moment macht er die Tür auf und hebt mich hier raus und frisst mich. So fühlt sich das ungefähr an.
Zum Lichtschalter muss ich doch auch noch gehen. Mal schauen, ob da noch jemand schläft. Leider sind schon alle auf. Mein Job ist es, die Leute aufzuwecken. Das mache ich normalerweise mit heißem Preiselbeersaft. Nichts zu tun. Die sind auch schon auf. Guten Morgen. Guten Morgen. Heißer Preiselbeersaft? Danke. Thank you. Die Eisskulpturen werden mit großer Kunstfertigkeit von Profis in Handarbeit jedes Jahr aufs Neue ins Leben gerufen. Elena versucht sich mal an einer Skulptur im Kurs von Anna-Sophia Mark. Die Künstlerin arbeitet seit 2006 im Eishotel. This is a good start, whatever you're making. Sometimes the kind of easy, simple shape can be the hardest. Scheinbar einfache Formen sind häufig die schwersten. Weniger ist mehr. Wenn es schlicht wirken soll, braucht man oft lange. Man weiß nie. Then maybe it takes more. You never know. So, schnappt euch die Werkzeuge und legt los. Also es ist ganz weich, das Eis. Ich dachte eigentlich, das ist viel härter, aber es kostet gar nicht so viel Kraft, das jetzt abzureihen, weil das zu schaffen. Bis in die Haarspitzen inspiriert, schafft es Elena, vergänglich Schönes aus dem Block zu fräsen. Ich würde so gerne noch weiter daran arbeiten, um es schöner zu machen. Könnte es eine Muschel sein? Nach der frostigen Nacht geht es wieder zum frostigen Bahnsteig. Thank you. Have a great day. Thank you. Goodbye. Bye. Ich habe echt Glück auf dieser Reise. Und jetzt muss nur noch der Zug kommen. Bis jetzt ist noch kein anderer an der Haltestelle, nur ich alleine. Also im Vergleich zu Norwegen ist Schweden doch deutlich anders. Die Norweger kamen mir so ein bisschen geschwätziger vor. Die Schweden sind so ein bisschen ruhiger. Also zumindest bis jetzt. Zum Glück gibt es bei den wilden Schweden Ruhebereiche im Zug, um sich vor übergriffigen Handys zu schützen. Die Aussicht kann Elena ausgiebig genießen, denn die Zugfahrt ist lang. Zug 91 bringt sie nach schlappen 7 Stunden in die erste richtige schwedische Stadt, Umeå. Ich kann heute Langlaufski ausprobieren und es ist schon wieder was ich noch nie gemacht habe. Und ich treffe jetzt die Linda und die wird mir das hoffentlich beibringen. So, die Schweden sind sportbesessen, ich merk's schon. Im ganzen Land finden sich große Sportkomplexe, um die fitnessverrückten Schweden bei Laune zu halten. Die Skilehrerin Linda Pettersen verrät Elena, was Fitnessstudios mit Zwischenmenschlichkeit zu tun haben. Welche besondere Rolle hat der Sport für die Schweden? Wir wachsen damit auf. Diese Stadt ist total sportverrückt. Wenn die Leute hier ausgehen, dann nicht ins Kino oder zum Essen, sondern ins Fitnesscenter. Gute Idee, viel besser als nebeneinander im Kino zu sitzen. Ja, hier schwitzt man romantisch zusammen. Stimmt das? Ja, kein Scheiß. Als wir uns kennenlernten, habe ich sie zum Sport eingeladen. Und ich habe ja gesagt. Ich mache gern Sport. Wie romantisch. Okay, also wenn ich in Schweden leben würde, müsste ich echt viel trainieren. Hier gibt es alle Arten von Sportgeräten, um die passenden Muskeln für den Außeneinsatz zu stählen.
Mehr Gewicht aufs Knie. Mach so ein Heringsgrätenmuster. Herringbone. Okay, wie ein Hering. In der Steinzeit gab es auch schon Ski. Oh, wow. Hier in Umeå hat man die ältesten Ski der Welt gefunden. Oh, really? Ja, 5000 Jahre alt. Schätze mal, die sind damit zur Jagd und zwischen den Dörfern hin und her gereist. Ja. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde es ein Leistungssport. Bei den Olympischen Spielen und den Weltmeisterschaften wurde Schweden dann immer von diesen kernigen Typen vertreten. Und das waren ganz oft Vertreter der Arbeiterklasse. Jedenfalls wurde es ein Volkssport, ein richtiger Nationalsport. Was Outdoor-Sport und Zweisamkeit gemeinsam haben? Man fällt hin und wieder auf die Nase. Ich krieg das hin. Okay. Kick and slide. Kick and slide. Yes! Die Kulturhauptstadt von 2014 hat ein klitzekleines Unternehmen angelockt. Heute ist ein ganz besonderer Tag in Umeå, weil endlich nach jahrelangem Warten öffnet auch hier ein kleines schwedisches Geschäft seine Pforten. Ich spüre die Wichtigkeit dieses Tages für die Stadtgeschichte von Umeå. Wir wurden von einem Subunternehmen angeheuert. Um in den Betten zu liegen, in der Küche zu stehen. Was? Ich bin so überrascht, dass es IKEA nicht überall in Schweden gibt. Endlich haben wir auch ein IKEA. Ob es in der Jobbeschreibung stand, so etwas zu sagen? Also ich wollte eure Zweisamkeit hier jetzt nicht stören, aber es ist eine super Matratze. Es gibt viel Verkehr hier und manchmal muss man dazu einfach ja sagen. Elena lässt die Einheimischen in Umeå ihren ersten IKEA-Besuch voll auskosten und zieht weiter. Elena besucht eines der besten Feinkostgeschäfte in Schweden. Die Zwillingsbrüder Per und Lars Åkerlund füllen damit in Umeå eine Marktlücke. Wie schafft man es hier, einen Feinkostladen am Laufen zu halten? Uns gibt's jetzt seit 10 Jahren. Es sind nur mein Bruder Lars und ich. Wir haben uns informiert und gedacht, so schlimm wird's schon nicht werden. Und vieles von dem, was wir machen, machen wir nicht nur für uns, sondern auch für die Stadt. Wo ist dein Bruder? Der ist draußen. Und versucht so auszusehen wie ich. Hey, wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Großartig. Ich habe einige Fragen an euch beide. Lebt ihr zusammen? Nein. Was ist denn das für eine Frage? Warum nicht? Wir reden nicht so viel hier im hohen Norden. Wir nicken und machen komische Geräusche. So etwa. Das heißt ja. Echt? Das kannst du googeln. Sag nochmal. Das war ein Ja. Ah, no, it's yes. Und sonst? Yes. And what else? Wenn du das gut hinkriegst, brauchst du nicht mehr. Das könnte man falsch verstehen. Ach was. Er ist ständig beschäftigt. Ich habe weder Ahnung von Schweden noch vom Kochen. Also was muss ich über schwedische Delikatessen wissen? Die Gegend hier ist berühmt für ihren Käse. Echt? Ja, der Västerbotten-Hartkäse ist echt sehr bekannt. Und dann natürlich Rentier. Und Krähenbeeren. Dann gibt's natürlich noch den fermentierten Hering.
Fast vergessen, auch eine lokale Spezialität. Ist das der, wovon man umkippt? Das würde ich so nicht sagen, obwohl es stimmt. Manche Leute kotzen sich die Seele aus dem Leib. Na, das klingt doch spannend. Ober, einmal fermentierten Hering, bitte. Wie sieht er aus? Nimm eine hiervon. Wenn sich der Deckel wölbt, heißt das, dass in der Dose spannende Dinge passieren. Okay. Das sieht fantastisch aus. Ich mach's irgendwo auf, wo viele Leute sind. Für die allgemeine Freude. Ausgestattet mit etwas Käse, Rentierwurst und kontaminiertem Fisch kann Elena sich auf ein amtliches Schlachtmahl freuen. Es wird ein Fest, es wird so gut. Mal sehen. Nein, eigentlich ist mir schon schlecht. Mit dem Highspeed-Train geht es weiter nach Uppsala. Dieser Zug ist eines der wenigen Prunkstücke der schwedischen Bahngesellschaft. Ich suche jetzt jemanden, mit dem ich das essen kann. Ich suche einen Freiwilligen, mit dem ich das hier essen kann. Nein, 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 nein. Keine Chance. Warum kann ich sie nicht aufmachen? Weil es riecht. Und zwar sehr intensiv. Sehr intensiv, ja. Nicht hier im Zug. Aber Sie würden das mit mir essen? Naja, ich hab's schon mal probiert. Ich mag's nicht. Ich muss mich von dem Geruch übergeben. Glauben Sie, das wird mir wieder hochkommen? Ja, ich denke schon. Ich sehe, Sie freuen sich schon. Okay. Okay. Es ist keine Handgranate. Doch, ist es. Ja? Ja. Keiner will den fermentierten Fisch mit mir essen. Keine Chance. Sie sagen, Sie würden das auch nicht öffnen hier. Also, Mission nicht erfüllt. So, jetzt fahre ich nach Uppsala und da werde ich die Urform des Eishockeys kennenlernen. Angeblich ist das auf einem riesen Fußballfeld. Also ich weiß nicht, wie man dem kleinen Ball da folgen soll, wenn das so ein riesen Feld ist. Aber ich lasse mich überraschen. Der Zug legt die 600 Kilometer lange Strecke in unter 4 Stunden zurück. Kein Vergleich zu dem normalen Zug und dessen 8 Stunden Fahrzeit. Ich bin gerade unterwegs zu einem Bandyspiel in Uppsala. Anscheinend ist das die Urform des Eishockeys. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Und vor allem weiß ich noch nicht, wo es eigentlich ist. Bandy ist Vorläufer des Eishockeys und auch in Osteuropa beliebt. Es erinnert eher an Fußball auf Eis und wird ebenfalls mit 11 Spielern pro Team gespielt. Wo ist der Ball? Wer spielt überhaupt gegen wen? Wow. Wow, 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 wow. Wow. Also der Ball ist mega hart und hat so kleine Ribbel, aber die Farbe gefällt mir. Aber ich finde schon erstaunlich, wie die zurückhaltenden, diplomatischen Schweden hier richtig die Sau rauslassen. Und auch die Jungs auf dem Feld, die lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Richtig viele Fans sind ja nicht anwesend. Vielleicht wird wieder ein Möbelhaus eröffnet. Der sieht doch nett aus. Hallo, hallo,
wer spielt überhaupt? Die Lokalmannschaft in Blau gegen Baltic Goethe aus Kolchak. Das ist eigentlich genau wie Fußball. Eigentlich eine Mischung aus Eishockey und Fußball. Und du kommst immer hier hin? Ich bin immer hier. Ja? Na klar. Bondi. Komm, wir hören, ne? Meine Fresse, Bandy, geiler Sport. Aber sobald das Spiel vorbei ist, rasen alle sofort nach Hause, weil alle total frieren. Und ich bin schon fast die Letzte hier auf dem Platz. Ja, aber verständlich. Es sind ja auch noch immerhin minus 4 Grad. Und einige von denen waren ja die ganze Zeit nackt unterwegs. Also, ich muss jetzt auch mal einen Tee trinken. Am nächsten Tag schaut sich Elena in der schönen historischen Stadt um. Uppsala ist die viertgrößte Stadt Schwedens und wurde im 15. Jahrhundert gegründet. Einer Legende nach wurden den nordischen Göttern hier Menschenopfer dargebracht. Das haben wir Elena allerdings verschwiegen. Uppsala ist echt eine Studentenstadt und ganz berühmt ist Uppsala vor allem für ihre Studentenverbindungen. Und jeder ist hier in der Studentenverbindung. Und ich besuche die mal. Ich finde das irgendwie spannend. Studentenverbindungen gibt es in Deutschland natürlich auch. Diese haben in Schweden aber eine andere Tradition. Die sogenannten Nationen bieten eine Menge an Freizeitmöglichkeiten und betreiben selbst Bars, Restaurants oder veranstalten einfach nur Events. Mal sehen, ob sie Elena auch bei ihrer Mission weiterhelfen können. Ich hab dir was mitgebracht. Du hast mir was mitgebracht? Das ist vielleicht der einzige Ort, wo ich davon Gebrauch machen kann. Ist es gefährlich? Und ich suche jemanden, mit dem ich das essen kann. Ja, können wir machen. Aber in einem anderen Raum, denn das wird riechen. Vielleicht im Büro. Und wir brauchen Brot, Butter und Salz. Du bist die Erste, die positiv reagiert. Alle anderen waren nur so... Na gut, bringen wir es hinter uns. Echt? Okay, let's do it. Yeah, I'm just gonna. Die Büchse der Pandora. Okay. Yeah. I come with you. Yeah. You need to have potatoes. Kartoffeln und Zwiebeln, dann geht's. Flatbread. Hey, du vill du? Ifall du kan äta surströmming med oss. Ah, de vill höra det. Also die beiden Zutaten sind ja noch nicht so schlimme. Aber wenn man das mit rein wird, dann sieht die Sache ja nun ganz anders aus. Ich glaube, wir brauchen dazu auch Schnaps. Nein, die trinken keinen Alkohol. Willst du nicht? Nein. Das macht man ja aber so. Echt? Das wird gut. Richtig gut. Okay. Luft holen. Singen wir zuerst? Können wir machen, oder willst du zuerst die Dose öffnen? I Norrland växer det alla höga, att de är höga, det bådar föga. En vacker dag faller de omkull, allt för den eviga törstens skull. Skål! Skål! You have to push it. Fester drücken, geht's? Gar nicht schlecht. Zumindest wird es noch schlimmer werden. Ich muss heulen. Da kommt er, der Duft. It smells. Boah, it smells. Boah, es stinkt so abartig. Es kriegt mir so den Hals runter. Das war eine großartige Idee. Ui. Aus. Aus dem Mund.
Boah, es riecht so grausam. Es ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe hier. Einfach, es riecht nach faulen Eiern und es riecht nach Kotze und... Wie, das allerletzte, das du in den Mund nehmen möchtest? Genau! Einige Studentenverbindungen essen das einmal im Jahr. Ein Festmahl. Ich glaube, da beschwert sich schon jemand. Ich schau mal nach. Es gibt Beschwerden über das Gericht. Sie jammern über den Geruch. Jetzt schon? Ja, was zur Hölle macht ihr denn da drin? Bist du bereit? Noch ein Liedchen? Das hilft nicht! Helangol, sjung hoppalalalej. Och den som inte helan tar han heller inte halvan får. Helangol! Sjung hoppalalalej. Na, das könnte man noch öfter machen. Alles stinkt so bestialisch. Ich stinke, meine Haare stinken, alles ist einfach nur so eklig. Das ist nur was für echte Kenner. Ich war jetzt weiter nach Stockholm. Ich habe echt keinen Bock mehr auf Uppsala. Der Stinkefisch treibt mich wirklich aus der Stadt. Keine Chance, dass ich weiter hier bleibe. Von Uppsala nach Stockholm ist es nur noch ein Katzensprung. Wir fahren mit der T-Bahn oder Metro T14 in nur einer Stunde bis ins Zentrum. Ich bin jetzt unterwegs von Uppsala nach Stockholm und man könnte glatt meinen, man ist in einem ganz anderen Land. Alles sieht völlig anders aus. Es ist viel flacher, es gibt nicht mehr so viele Bäume und es gibt Landwirtschaft. Erkennbare Landwirtschaft. Stockholm ist die Hauptstadt Schwedens und gleichzeitig die größte Metropole in Skandinavien. Sie hat 1,4 Millionen Einwohner und ist über eine riesige Fläche verteilt. Ein Drittel der Stadtfläche besteht aus Wasser. Stockholm umfasst außerdem 14 Inseln, die über 53 Brücken miteinander verbunden sind. Das ist mein erster Tag in Stockholm. Und angeblich kann man die Stadt nur von oben verstehen, weil sie aus unterschiedlichen kleinen Inseln besteht. Und deswegen möchte ich mir sie von oben angucken. Und ich bin am Globen, da kann man das angeblich ganz gut tun. Das Globen oder Globe Center ist das größte sphärische Bauwerk der Welt und Austragungsstätte für Events wie den Eurovision Song Contest 2016. Aber da hinten ist auch ein Fluss, der nicht gefroren ist. Vorher war alles Miniatur, kaum Menschen und jetzt sofort Metropole und auf jeden Fall habe ich Bock auf die Stadt. Gamla Storm. Als wir ankamen in Stockholm, war Peak Time und deswegen habe ich mal kurz gedacht, ich ersticke. So viele Menschen, das war so laut. Aber dann hinterher in der Stadt war es auf einmal gar nicht mehr voll.
Das ist ein ganz normales Transportmittel, die Fähre zu benutzen. Genauso wie die Metro oder so. Man kann alles mit dem gleichen Ticket machen. Stockholm bietet viele Sehenswürdigkeiten, wie das Königliche Schloss oder das Kulturhuset. Eine ganz besondere hat was mit einem Schiff zu tun. Eines der spektakulärsten Sachen, die man in Stockholm sehen kann, ist das Vasa-Museum. Da gehe ich jetzt auch hin, das ist da drüben. Und man kann da ein altes Kriegsschiff sehen aus dem 17. Jahrhundert. Und Kriegsschiffe sind meine Spezialität. Martina Larsson ist zum Glück auch dabei, um Elena etwas über die Vasa zu erklären. Ich liebe deine Reaktion. Das ist es? Das ist die Vasa, das Schiff, das 1628 auf seiner Jungfernfahrt gesunken ist. Sie lag über 333 Jahre auf dem Meeresgrund. Und 1961 wurde sie dann schließlich geborgen. Und es ist so gut erhalten? So ist es. Fast so, als wäre sie gerade erst gebaut worden. Und fast so, wie man sie nach über 300 Jahren aus dem Wasser zog. Schweden befand sich damals im Krieg gegen Polen. Deshalb brauchte Gustav Adolf mehr Kriegsschiffe. Die Vasa wurde in einer Werft in Stockholm gebaut. Der Unterbau des Schiffes fiel in der Praxis allerdings zu klein aus. Denn darin konnte nicht genügend Ballast untergebracht werden, um das enorme Gewicht der oberen Decks auszugleichen. Die Vasa erwies sich als so kopflastig, dass sie bei starkem Wind auf die Seite gedrückt wurde. Und genau das hat auch ihren Untergang verursacht. Wie lange hat die Vasa überlebt? Das können wir nicht genau sagen. Sie ist nach 20 Minuten gesunken und hat vielleicht 1300 Meter zurückgelegt. Sie ist jedenfalls noch im Hafen von Stockholm gesunken. Aber das ist ja total erniedrigend. Ja, gerade für die damalige Zeit. Der König wollte dieses Schiff haben, und zwar schnell. Es wurde so rasch wie möglich gebaut, denn es gab zu wenige Schiffe und man brauchte dringend mehr. Diese Hetzerei hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Wem soll man da die Schuld geben? Und keiner wurde dafür gehängt. Niemand wurde aufgeknüpft. Nicht, dass ich wüsste. In der Altstadt lässt Elena dann die Geschichte und besondere Bauwerke auf sich wirken. Wenn das Wetter nur mal mitspielen würde. Beim Spazieren durch die Stadt macht Elena eine Entdeckung. Oh, it's so good! Ich habe den besten Ort der Welt gefunden! Machst du ja alles selber? Nicht alles, aber die Lollis. Die sind den traditionellen Lutschern nachempfunden, die Emilia Eriksson hergestellt hat, und zwar 1859, hier in Schweden. Und wie macht man die? Das ist nicht schwer, nur kompliziert. Such dir einfach mal einen Lolli aus. Was müsste ich als Lehrling hier mitbringen? Bisher schlägst du dich mit deiner Begeisterung nicht schlecht, so viel ist klar. Du kannst es ja einfach mal versuchen. Oh ja, das wäre so super. Na klar. Ich bereite schon mal was vor. Okay, es ist der glücklichste Tag meines Lebens. Nach dem Stinkefisch kann ich jetzt endlich mal was Schönes machen. Und zwar Süßigkeiten. Was waren die ersten Süßigkeiten, die du gemacht hast? Schon die hier? Nein, sowas. Und wie alt warst du? 15, ein junger Bursche. Du hast schon eine ganz schön lange Karriere hinter dir. Wie wahr? Vielleicht zu lange, würden manche sagen. Wir folgen dem Rezept.
Naja, zumindest dann, wenn man mit etwas sehr, sehr Heißem arbeitet, sollte man das tun. Ja, wird doch. Ich bin schon nervös. Was, wenn ich was falsch mache? Man kann dabei viel verkehrt machen. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Lernen, wie es geht. Um den übermäßigen Konsum von Süßigkeiten in den Griff zu kriegen, wurde in Schweden der Samstag zum Süßigkeitentag erklärt. Während der Woche wird weitgehend auf Leckereien verzichtet. Aber an diesem Tag dürfen die Kinder zuschlagen, bis ihnen schlecht wird. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ziemlich einfach. Ganz leicht. Jetzt kommt die Maschine da drüben ins Spiel. Ich liebe diese Maschine. Ja, sie verhindert, dass man müde wird. Ich stelle mich hier hin und du da, okay? Ist das Mehl? Das ist Talkumpuder. Und immer schön rollen. Muss ich noch arbeiten? Yep. Ich bin zu langsam. Mit Gefühl. Das geht so. Du nimmst Wachspapier, drückst den Lolli fest darauf und wickelst es zu. Für dein erstes Mal war das schon sehr gut. Du bist ein Naturtalent. Yes! Ich bin so glücklich. Es ist so genial. Es hat jetzt irgendwie so 20 Minuten gedauert und ich habe ein richtiges Candy gemacht. Du warst gut, richtig gut. Ich rieche nach Pfefferminze. Ich bin stolz auf dich. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Das war doch ein fairer Ausgleich für den Stinkefisch. Elena ist erstmal mit Süßigkeiten versorgt, auch wenn heute nicht Samstag ist. Noch eine weitere Spezialität haben die Stockholmer zu bieten. Offene Tanzabende. Klingt erstmal langweilig, ist aber ein Trend, der jung und alt und Touristen zu begeistern scheint. Alle haben Partner, ich nicht. Lindy Hop ist ein Paartanz. Einer führt und einer folgt. Für alle, die Lindy Hop nicht kennen, es ist ein Swing-Tanzstil der 30er Jahre aus den USA und gilt als Vorläufer des Jive. Seid ihr glücklich? Der Abend fängt bei Null an und jedem Tanzmuffel werden die Grundschritte erklärt. Irgendwann klappt sogar bei Elena. Lindy Hop ist ein Paartanz, also sucht euch jemanden, wenn wir es euch sagen. Einer führt und der andere macht seine oder ihre Bewegungen nach. Der Bazar ist eröffnet. Wird es dieser Herr? Ja, beim Lindy Hop hat mich ein älterer Herr mit Kaugummi und Alkoholfahne sofort aus der rausgepickt und mit mir angefangen zu tanzen. Bitte lass mich rotieren, bitte lass mich rotieren.
Ihr spürt seinen Arm auf dem euren. Jetzt alles nochmal mit Partner. Ja, und dann durfte ich auch noch mit anderen Leuten tanzen. Also langsam drängt sich der Eindruck auf, dass das hier nicht nur der körperlichen Ertüchtigung dient. Ja, ich glaube, ich habe mich ganz kurz verliebt. In den Herrn mit den Hosenträgern und dem weißen Hemd und der Mütze. Naja, so ist das halt mit den Tänzern. Die Schweden sind verrückt nach Lindy Hop. Das ist ja herrlich. Eigentlich könnte Elena weiter nach Finnland, hätte sie nicht etwas vergessen. Um ihren Schwedenaufenthalt komplett zu machen, fährt sie mit dem Nachtzug wieder in den Norden nach Abisko. Hier oben ist es am wahrscheinlichsten, die Nordlichter zu sehen. Ohne Hilfe geht es nicht. Wir treffen den Polarlichtfotografen und Buchautoren Peter Rosen, der seit Jahren in dem kleinen Nördchen lebt. Hallo, hallo. Willkommen in Abisko. Danke. Schnee ist nicht gut, oder? Wir brauchen auf jeden Fall einen klaren Himmel. Aber ich denke, heute Nacht haben wir eine Chance. Hier oben ist man nur mit Schneeschuhen und Schneemobilen unterwegs. Wieso lebt Peter eigentlich hier? Es macht mir nichts aus, eine Woche am Stück im Zelt zu verbringen. Ich bin vielleicht 5 Minuten am Tag draußen. In der heutigen Zeit ist das doch ein totaler Luxus. Einfach nur rumhängen und relaxen. Die Natur ist den Samen sehr wichtig. Den Touristen, die hierher kommen, natürlich auch. Die Natur hier im Norden ist ursprünglich und das macht sie so wertvoll. Es ist wichtig, die Kultur der Samen zu erhalten. Diese jahrtausendealten Traditionen bestimmen unsere Gemeinschaft. Das ist nicht nur für die Samen wichtig, sondern auch für die Touristen. Viele Menschen kommen nur hierher, um diese Kultur erfahren zu können. Warum ist Abisko der perfekte Ort für Nordlichter? Vor allem, weil wir hier häufiger einen klaren Himmel haben als irgendwo anders in Skandinavien. Und schau, es war bewölkt, als du ankamst, aber jetzt klart es auf. Wenn wir die Sterne sehen können, stehen unsere Chancen gut. Willkommen bei mir. Würdest du dich als eine Art Junkie bezeichnen? Naja, ein kleiner Nerd bin ich schon, das stimmt. Ein nördlichter Nerd. Ich mache das seit 1999 und ich mache es immer noch gern. Es berührt meine Seele. Du strahlst ja richtig, wenn du davon redest. Ja, das kann ich mir vorstellen. Schauen wir mal. Bist du bereit? Also gut. Sie fahren noch ein Stück weiter in die Dunkelheit. Für alle, die es noch nicht wussten, die Polar- oder Nordlichter werden auch Aurora Borealis genannt. Sie entstehen durch geladene Teilchen, die beschleunigt durch das Magnetfeld der Pole auf die Atmosphäre der Erde treffen. Eine Minute Fahrt und die Polarlichter präsentieren sich von ihrer besten Seite. Man sieht sie hervorragend heute, sogar bei Vollmond. Das
Sie leuchten sehr hell. Du hast Glück. Perfekt abgepasst, würde ich sagen. Das sieht man tatsächlich nicht alle Tage. Und so kann Elena diese schöne Erinnerung mitnehmen. Das nächste Mal fährt Elena mit der Fähre nach Finnland. Mimi und Mikko. Die Menschen hier mögen Hundeschlitten. My eyes so close to each other. Und ganz besonders den Weihnachtsmann. Sie haben eine Passion für Tango. Und natürlich für die Sauna.